Ja, sehr geehrtes Publikum, liebe Patientinnen und Patienten, liebe Mitbürger hier in Gera, wir starten nun mit dem Vortrag und ich möchte Ihnen nochmal unser Thema nahebringen. Das sind halt die Implantate, die wir im Herzkatheterlabor einsetzen können, und dieser Titel verbesserte Lebensqualität und auch längeres Leben ist tatsächlich das, was wir Ihnen im Einzelfall versprechen können. Dankeschön. Und wir haben hier viel Freude bei der Arbeit. Sie sehen hier unser neues Bettenhaus, das Haus am Wald. Dort ist die Kardiologie untergebracht. Hier Ärzte meines Teams, der Dr. Schmid, Oberarzt im Herzkatheterlabor, die Frau Tachi-Kadriou, die ist gerade im Babyfrei, und der Herr Langel, der langjährig Oberarzt war, mein Stellvertreter, der ja nun hier auch in Niederlassung als Kardiologe mit uns weiter rege arbeitet und dreimal pro Woche noch im Katheterlabor mitarbeitet, zu meiner großen Freude. Und wir sind auch nicht nur, wir haben nicht nur Spaß bei der Arbeit, sondern wir bilden uns halt auch rege fort. Hier sehen Sie zum Beispiel im Kopfgebäude unseren Aufenthaltsraum. Wir treffen uns hier jeden Tag um 8 Uhr in der Ärzteschaft, besprechen die Neuaufnahmen, die Notfälle der Nacht und haben hier auch regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen, die auch zertifiziert sind von der Landesärztekammer Thüringen. Und das findet in der Regel jede Woche statt, also sind da sehr umtriebig. Unser Thema heute, wie auch jetzt hier mit der Box gerade zu sehen war, sind zum einen die Stents, die Herzschrittmacher, die Defibrillatoren, kardiale Resynchronisationssysteme. Dann gibt es auch noch die kardiale Kontraktilitätsmodulation, eine sehr, sehr moderne Therapie mit großem Aufwand, die auch die Herzleistung mal im Einzelfall verbessern kann. Dann gibt es den Herzklappenersatz in Schlüssellochtechnik als TAVI-Prozedur, welche wir auch mittlerweile durchführen können, und den Vorhof-Ohrverschluss, nennt sich hier in aller Regel Watchman. Das bedeutet, das sind insbesondere Patienten, die Phalitrom nehmen. Eben gab es ja mal die Frage hier aus dem Auditorium mit Napradaxa, Xarelto und anderen Alternativen. Hier ergibt es eine sehr, sehr neue, sehr moderne Option, das Schlaganfallsrisiko bei Vorhofflimmern auch anderweitig zu reduzieren. Wenn Sie zu uns ins Herzkatheterlabor kommen, dann ist es nicht selten so, dass Sie Beschwerden haben. Sie haben Druck, enge Gefühl, Luftnot. Der niedergelassene Arzt weiß sich keinen anderen Rat, als Sie zu uns zu schicken zum Herzkatheter. Und wir finden mitunter dann gar keine Herzkranzgefäßengstelle. Das ist nicht die Regel. Ich denke, wir haben eine sehr, sehr geringe Ausschlussquote, weil es auch nicht zu unserer Ehre gereicht, wenn wir zu viele Menschen untersuchen, die dann zum Schluss im Herzkatheter gar kein Problem haben. Das heißt, solche Ausschlussdiagnosen werden ungern gesehen von der Qualitätssicherung. Wir melden alle unsere Herzkatheterdaten statistisch der Bundesstelle für Qualitätssicherung, und die schaut darüber. Und da haben wir seit Jahren keine Auffälligkeiten. Also das heißt, wir sagen, das war ein Ausschluss oder da haben wir das gemacht, dann Stent gesetzt und so weiter. Und auch im aktuellen Jahr haben wir überhaupt gar keine Auffälligkeiten hier von der Bundesstelle für Qualitätssicherung. Das ist zum Beispiel eine Rotationsangiografie, das hatte der Kollege eben bei den Aneurysmata auch gezeigt. Da bewegt sich das Herz halt, die Röhre bewegt sich um das Herz herum und das Zappeln, die Herzkranzgefäße, das sehen Sie, ist ja nicht so statisch. Und man sieht in 2 Grad Angulationen, also in 2 Grad Winkeln, 50 Bilder dann dieses Herzkranzgefäßsystems, hat eine sehr, sehr gute räumliche Vorstellung. Und wie Sie jetzt so ein Herzkatheterlabor bei uns in der Klinik erreichen, da möchte ich mal das Filmchen zeigen. Das hatte ich dann WKK genannt. Das lief nämlich nicht im PowerPoint. Und ich hoffe, Sie können uns das jetzt mal präsentieren. Genau. Und das ist hier unsere Rampe. Sie sehen dort die Rampe, das Haus am Wald. Und das war das lange Zeit der bevorzugte Weg, bevor der Neubau jetzt entstand. Und hier treten Sie ein in die Ebene Tillmann-Riemenschneider in unserem Kulturkrankenhaus. Und
öffnet sich wundersamerweise die Tür und ich laufe da entlang. Und das ist jetzt Ebene Tillmann-Riemenschneider und der Weg zu mir ist ein bisschen schwierig zu finden, weil ich nicht dort sitze, wo die anderen Chefarztkollegen sitzen, sondern ich habe mir erlaubt, darum zu bitten, dass ich im Bereich der Intensivstation und Herzkatheterlabore sitzen darf, weil einfach, wenn ich in OP-Kleidung den ganzen Tag bestreite, dann einfach die Nähe da sein muss und ich da nicht wie ein Treppenterrier immer weiß-grün den ganzen Tag hin und her rennen möchte. Und da hat man dem dazugestimmt. Und sehen Sie jetzt hier den Weg, Intensivstation, die hinteren Gänge. Hier sind die Dienstzimmer der Intensivärzte, Oberarztzimmer. Da warten Patienten hier vor meinem Büro. Da kommt die Sekretärin raus, die kriegt einen Schreck, weil das war nicht abgesprochen. Die guckt mich ganz entgeistert an, was ich da mache. Dann geht es ins Vorzimmer von ihr. So sieht es aus. Hier können also zwei Sekretärinnen arbeiten. Und das ist mein Raum. Da sitzen teilweise, haben Patienten schon von Ihnen hier bei mir gesessen. Ich finde das sehr schön bei mir, muss ich sagen. Da habe ich so einen kleinen Tisch, wo man sitzen kann zusammen. So ein kleines Herzmodell, das ich heute auch mit hatte und Ihnen gezeigt habe. Und ja, ich hoffe, das ist jetzt für Sie in irgendeiner Weise wertvoll. Das ist mein Schreibtisch, da sitze ich dann und arbeite, habe einen sehr schönen Rechner und kann das alles mir angucken, was im Krankenhaus so passiert. Und dann geht der Weg rum. Das ist der nackte Flur, der Waschraum, der offen steht, zur linken Seite die Intensivstation. Da werfen wir jetzt mal einen Blick in so ein Zimmer, das sollte Sie nicht verängstigen, aber wir haben jetzt in der Nähe der Herzkatheterlabor praktisch unsere Maximalversorgungsmedizin. Das heißt, wenn wir mal einen Notfall haben im Katheterlabor, ist natürlich die kompetente Hilfe hier sofort gegeben. Das heißt, es sind ja wirklich die Profis, die auch zu meiner Klinik gehören. Das heißt, da ist ein Oberarzt, der unter meiner Regie praktisch die Intensivstation leitet. Und das ist halt eine tolle Sache. Jetzt laufen wir in das zweite Herzkatheterlabor, das wird jetzt geöffnet. Sehen Sie hier den Eintritt, das ist der Messraum, das ist die Schwester Sibylle, unsere leitende Herzkatheterschwester. Viel Technik, das ist ein Patient, der ist vorbereitet, den hatte ich vorher gefragt, dass ich den filmen darf. Schwester Antje, Schwester Henrike. Da ist der Tisch vorbereitet, der wird steril angereicht, dass der Patient, der war nur ein bisschen verängstigt, der sollte eigentlich mal nett in die Kamera schauen, hat er dann doch nicht gemacht. Aber, und Sie sehen, jetzt überraschenderweise, der Herzkatheter wird vom Arm aus gemacht. Und das war mir nochmal wichtig, das wollte ich Ihnen zeigen. Da ist die Schlagader am Handgelenk, die ist abgedeckt und da liegt der Patient, schaut so ein bisschen verlegen, eigentlich sollte er mal reingucken. Er hat gesagt, er wäre einverstanden. So. Und wegen des Herzkatheters vom Handgelenk wollte ich Ihnen dann mal nach der Untersuchung zeigen, wie das dann aussieht. Also wir haben hier den Einstich in die Schlagader, an die Pulsader dort, sagen ja viele dazu. Es gibt zwei Gefäße, eins auf der Seite der Speiche, eins auf der, also Elle und Speiche haben wir ja, also eine auf der Elle, eine hier an der Speiche und wir haben dort hineingepiekst. Man hat immer noch eine zweite Arterie, die die Versorgung der Hand sicherstellt. Wir überprüfen vorher die Funktionstüchtigkeit beider Gefäße, dass für den Fall, dass wir hier ein Problem haben an der Arterie, die Hand weiter versorgt ist. In den Fällen, in denen wir keine doppelläufige Versorgung mit arteriellen Gefäßen haben an der Hand, vermeiden wir den Zugang an diesem Arm. Und danach gibt es hier halt, nach dem Stechen, gibt es so eine kleine Plastikzwinge da drauf und die hat den Vorteil, dass die so einen Hohlbogen hat und die Hand damit nicht so stranguliert wird. Kann man wirklich gut aushalten. Dauert dann nur eine Stunde, man kann dann am selben Tag aufstehen und hat nicht den komplizierten Weg über die Leiste. Ist nicht in jedem Fall geeignet, aber insbesondere dann gut geeignet, wenn jemand Falitrom nimmt oder Pradaxa, Xarelto, können wir die Untersuchung praktisch von der Hand aus machen, ohne erhöhtes Blutungsrisiko. Und das ist schon eine schöne Sache. Wir haben auch Alternativen, wenn Sie nun ganz fürchterlich Angst haben vor so einer Herzkatheteruntersuchung, dann können wir auch alleine durch eine Kontrastmittelinjektion durch ein Blutgefäß am Arm eine Vene, also wie bei einer Blutentnahme, da werden wir Kontrastmittel injizieren und können das Herz dann in der Computertomographie darstellen. Und das ist zum Beispiel solch ein von uns dargestelltes Herz hier im Waldklinikum und Sie sehen hier das Herz, ähnlich dem Modell, was ich Ihnen gezeigt habe, das halt wunderschön anatomisch dreidimensional rekonstruiert werden kann, inklusive der Herzkranzgefäße. Das sind diese weißen Gefäße, die hier auf dem Herz entlang laufen. Und es ist eine wunderbar detailreiche Aufnahme. Diese Qualität wird aber nicht immer erzielt. Die hängt von vielen Faktoren ab. Von der Herzfrequenz, von der Kooperation, der Mitarbeit, von Ihnen. Sie müssen da wirklich wie ein Eisblock liegen. Sie müssen Atemkommandos befolgen und nicht zittern, ähnliches. Und dann können wir solch gute Bilder erzeugen, die im Einzelfall dann tatsächlich eine anderweitige Herzkatheteruntersuchung überflüssig machen. Im Notfall ist das was anderes.
Das heißt, wenn Sie plötzlich Brustschmerzen haben, die Feuerwehr alarmieren und sich unwohl fühlen, weil Sie Sorge haben, Sie könnten einen Herzinfarkt haben oder weil Sie einfach nur Angst haben um sich wegen heftiger Schmerzen oder Luftnot, kann ich Ihnen ein Handzeichen geben, das nervt. Ja? Ist das in Ordnung? Ja, gut. Dann war das jetzt eins vor oder zwei vor? Nur eins vor. Und wir dann die Diagnose eines Herzinfarktes stellen im EKG, dann gibt es dort in Gera eine sehr, sehr schöne Sache. Wir haben die Rettungswagen der Stadt mit einer Telemetrie ausgestattet, also mit Hightech. Das bedeutet, das EKG, was in der Wohnung geschrieben wird, von Ihnen mit so einem Herzinfarkt, erreicht unmittelbar die Klinik. Und wir sehen auf dem Computer das Herzinfarkt-EKG. Während ich am Herzkathetertisch stehe oder eine Implantation eines Schrittmachers durchführe, sehe ich zeitgleich mit dem Schreiben des EKGs, poppt da so auf dem Bildschirm das auf und ich sehe das EKG. Wir haben dann die Telefonnummer des Rettungswagens auch direkt eingeblendet. Wir nehmen Kontakt auf, telefonieren mit dem Rettungsdienst. Der Rettungsdienst sagt, wir sind sofort auf dem Weg, akuter Herzinfarkt. Wir halten Herzkatheterlabor frei und Sie kommen direkt zu uns über die Intensivstation ins Herzkatheterlabor. Und das ist ein richtiges Netzwerk, was wir gebündelt haben mit dem Ostthüringer Rettungsdienst. Zu Zeiten des Unfallkrankenhauses Berlins, das war ja meine Arbeitsstelle zuvor, war ich über 10 Jahre, bin ich selbst noch Notarzt gefahren. Dort hatten wir auch einen engen Draht zu unserem eigenen Katheterlabor. Wenn wir den Notarztwagen selbst bestückt haben, haben dann halt angerufen. Jetzt ist es halt so, dass viele Ärzte halt Notarztwagen fahren, die aber keine versierten Kardiologen sind. Und so können wir also auch das EKG sehen. Ich kann das zum Beispiel auch nachts sehen, 2 Uhr nachts. Patient, ich bin zu Hause, liege im Bett. Sie haben ein Problem hier, einen Herzinfarkt, dann kommt das EKG sofort auf meinen privaten Rechner und auf den Computer, auf das Handy, auf das Smartphone. Ich sehe sofort das Herzinfarkt-EKG auf dem Handy und weiß, das ist ernst und ich muss losfahren. Manchmal ist es auch so, das EKG ist nicht ernst. Der Arzt, der wollte einfach um Rat fragen, schickt das EKG und lässt sich informieren, wie die weitere Strategie ist. Sowas haben wir dann auch mitunter. Aber Sie sehen, dass über diese beschleunigten Informationswege natürlich Ihr Leben dann in guter Hand sein sollte. Weiter. So ein Herzinfarkt liegt zugrunde, dass sich Gerinnsel bilden in einem Herzkranzgefäß. Da ist so ein Plak aufgerissen, das hier aufgerissener Plak. Das heißt, hat sich Cholesterin, Kalk abgelagert in der Gefäßwand. Wenn dann durch eine Blutdruckkrise zum Beispiel solch ein Plak aufreißt, richtig wie ein Trauma, als würde einer da gegenschlagen, dann bricht so ein Plak auf und das ist eine Verletzung von innen und eine Verletzung ähnlich wie eine Schürfwunde von außen führt dazu, dass das Blut gerinnen möchte im Gefäß und das löst den Herzinfarkt aus. Und die Folgen können dann ausgedehnte Herzinfarkte sein. Wir sehen hier zum Beispiel die Hauptkammer und Sie sehen, dass die sich hier vorne gar nicht richtig bewegt. Das Herz bewegt sich nur hier, aber die ganze Spitze des Herzens, die steht vollständig. Das heißt, hier ist ein schwerer Muskelkater im Gang als Folge einer kompletten Unterbrechung der Blutzufuhr. Und Sie sehen, die Ursache ist ein verschlossenes Herzkranzgefäß zur Vorderwand des Herzens. Hier ist das Brustbein. Hier ist das Brustbein und das Gefäß, das hier zur Vorderwand zieht, das ist durchblutungsgestört. Weiter. Was nun? Natürlich sind wir im Katheterlabor und können den Verschluss jetzt mit einem Draht passieren. Das heißt, wir stecken einen Draht in das Gefäß hinein. Blut fließt schon besser hindurch, aber Sie sehen hier eine hochgradige eieruhrförmige Einengung. Nächstes Bild bitte. Und das ist das Behandlungsergebnis. Wir haben diese eieruhrförmige, sanduhrförmige Einengung aufgedehnt mit dem Stent. Wir haben Gerinnsel abgesaugt noch, die da dieses Problem hervorgerufen haben und den Herzinfarkt sehr schön zeitgerecht behandeln können. Wir können das Gerinnsel absaugen. Wir haben dazu einfache Saugkatheter. Und in früheren Zeiten hatten wir auch solche richtigen mechanischen Saugspülpumpen. Und das waren tolle Geräte, mit denen konnten wir Gerinnsel sehr, sehr effektiv absaugen. Aber die haben sich leider nicht durchgesetzt vor dem Hintergrund von Kosten und Einzelfallkomplikationen. Aber das Prinzip des Absaugens schien uns sehr, sehr sinnvoll in der Situation. Die
Studienlage dazu, also dass wir müssen als Ärzte auch immer begründen, ist das jetzt sinnvoll, sowas zu tun oder nicht, die war für diese Absaugsysteme immer sehr gut gewesen. In letzter Zeit gibt es jetzt ein bisschen Zweifel, ob es in jedem Fall sinnvoll ist, zu saugen. Und die letzte Studie dazu sagt, das muss nicht in allen Fällen sein, aber ich kann Ihnen nur Folgendes sagen, dass in der Untergruppe der über 65-jährigen Patienten, also wenn man anschaut, wenn ein Mensch über 65 Jahre ist und einen Herzinfarkt hat, retten wir bei doppelt so vielen Menschen das Leben, wenn wir saugen. Ich denke, das ist schon ein Argument. Und wir machen das auch weiter. So sieht dann so ein Grinsel aus, was wir absaugen. Das sieht dann, es kommt in so ein Sieb, wie so ein Goldgräbersieb hier von der Waschung. Das ist zum Beispiel eine kernspintomografische Untersuchung. Das ist so ein richtiger Bilderwald hier. Das ist auch eine Technik, die wir im Waldklinikum Gera zur Verfügung haben. Sie sehen hier die Bewegungsstörung des Herzens. Vor allen Dingen in dieser Projektion. Hier zieht sich das Herz zusammen. Sie sehen, hier an der Basis funktioniert das noch ganz gut, aber hier ist eine richtige Beule. Weiter bitte. Und wenn wir zu spät kommen, das ist jetzt nicht der Patient, den wir eben behandelt haben, wenn wir zu spät kommen, dann sehen wir in der Kernspintomographie infarzierte Areale, die sich nicht wiederbeleben lassen durch eine zeitgerechte Eröffnung des Herzkranzgefäßes, so weiß leuchtend. Und das ist leider ein Patient, der einen großen, ausgedehnten Herzinfarkt hatte, der dann insbesondere im Risiko steht für bösartige Rhythmusstörungen. So, und nun kommt hier der Stent, das, was wir da eingesetzt haben, also in dieses Gefäß, was so hochgradig verengt ist. Das ist hier also diese Ballonniermaschine, sage ich immer ganz gern dazu, an die ist dieser Ballonkatheter angebaut. Hier diese lange Schlabberschlange, die wird über die Leiste bis zum Herzkranzgefäß, was verstopft ist, vorgeführt. Sie haben eben gesehen, als ich das dann bedient habe, man baut hier den Druck auf dem Manometer und kann diesen Stent, der auf dem Ballon sitzt, dann mit bis zu 20 Atmosphären aufdehnen. Der Stent liegt jetzt hier in der Hand einer Mitarbeiterin und so sieht das im Glasröhrenmodell aus. Jetzt würde ich Sie mal bitten, den Film, den ich das Stent genannt habe, abzufahren. Müssen wir nicht in... Jetzt passen Sie auf, wie der aufgedehnt wird. Ist doch eindrucksvoll zu sehen. So wird dieser Stent im Gefäß aufgedehnt. Dann wird das wieder abgesaugt, das werden Sie gleich sehen. Dann macht man einen Sog drauf, nachdem der mit 20 Atmosphären in die Wand hineingedrückt ist. Dann wird die Flüssigkeit abgesaugt, das Blut kann wieder hindurchfließen. Das ist das Prinzip dieser Stent-Implantation. Können Sie abbrechen im Film, danke. Wieder weiter. Und nächstes Bild bitte. Es gibt dann verschiedene Möglichkeiten, die Stents in komplizierten Situationen zu implantieren. Komplizierte Situationen sind leider nicht so selten, wenn sich Gefäße aufzweigen. Aufzweigungen sind nicht selten besonders betroffen von Arteriosklerose und Erkrankungen der Gefäße. Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie eine Weiche behandeln müssen, also quasi so ein Y, dann haben Sie immer das Problem, geht es da lang oder geht es da lang? Und das ist eine schwierige Entscheidung mitunter. Und da gibt es verschiedene Techniken, mit denen wir das lösen können. Man kann entweder einfach mit einem weiteren Draht durch den Stent hindurch sondieren, bleibt dann bei einer Ein-Stent-Strategie, oder in besonderen Fällen, in denen das Gefäß schwer krank ist in alle Richtungen, müssen wir die Stents aneinandersetzen. Entweder im Sinne eines T-Stentings oder es gibt so gewisse Eigennamen hier, Culotte, Crash, bei welchen wir die beiden Stents ineinander verschränken müssen und mit einer abschließenden doppelten Ballonprozedur, nennt sich dann wieder neudeutsch Kissing Balloon, also küssende Ballone, werden zwei Ballone simultan inflatiert, wird dafür gesorgt, dass beide Stents gut entfaltet sind. Was wir noch tun, und das ist eine wichtige Sache, das hat sich gezeigt, dass das wirklich auch ihr Leben retten kann auf Dauer. Wenn wir eine Engstelle haben und wir sind uns nicht sicher, ob die relevant ist, dann vermessen wir die mit einem Draht und dieser Draht misst den Blutdruck hinter der Engstelle. Das will heißen, wenn Sie auf dem Gartenschlauch stehen, dann haben Sie einen hohen Druck, der bis zu Ihrem Fuß anliegt und die Pumpe will da durch. Aber wenn Sie da stehen, dann ist danach ein Rinnsal. Und das plätschert nur durch den Gartenschlauch so hindurch. Das heißt, Sie haben erheblichen Druckabfall an der Stelle, wo die Engstelle ist.
Wir können mit diesem Draht den Druck hinter einer Engstelle messen. Und nur wenn das um mehr als 20% abfällt, also wenn der Blutdruck von 100 vor der Engstelle auf 80 oder weniger abfällt, haben wir nachgewiesen, dass solche Engstellen behandelt werden müssen, um ihr Leben zu verlängern. Und wenn man sich an das hält, wenn man so agiert, dann hat man folgende überraschende Feststellung gemacht. Man hat da 500 Patienten behandelt, alleine auf den Instinkt des Katheterarztes gehofft und gesagt, du behandelst alles, was du für notwendig hältst. Dieser Arzt im Herzkatheterlabor hat bei 500 Patienten im Durchschnitt zur Behandlung der Herzkranzgefäße 3 Stents eingesetzt. 3. Der andere Arzt hat diesen Druckmessdraht genommen und hat, das nennt sich FFR, diese Abkürzung, und mit dem Druckmessdraht nachgeschaut, welche der Engstellen hat denn tatsächlich überhaupt diesen 20-prozentigen Blutdruckabfall und muss damit behandelt werden. Kann ich vielleicht bei der einen oder anderen Engstelle überraschenderweise auf einen Stent verzichten? Und siehe da, das war der Fall. Der hat im Schnitt tatsächlich nur 2 Stents verbraucht. Und das heißt, man hat etwa einen Stent pro Patient gespart und trotzdem leben die Patienten länger. Das bedeutet, er hat, wenn wir anschauen, wie das ist, haben auf 100 behandelte Patienten, 5 nach einem Jahr mehr überlebt. Also sie retten 5 Menschen das Leben binnen einem Jahr, wenn sie so agieren. Deswegen sind wir auch dazu übergegangen, aufgrund dieser sehr, sehr überzeugenden Daten, dass wir alle Engstellen mit diesem Draht mittlerweile vermessen. Nur die sehr hochgradigen, für die überhaupt kein Zweifel besteht, dass sie wirklich relevant sind, werden mit einem Stent versorgt. Alle anderen Engstellen werden mit dem Draht vermessen und es wird bewiesen, dass sie wirklich relevant eng sind und dass sich der Eingriff des Stentes lohnt. Weil ein Stent ist auch eine Verletzung. Wenn Sie diesen Ballon eben in der Hand hatten mit den 20 Atmosphären, der Stent geht in die Gefäßwand, reißt das Gefäß auf, ist das genau der Ort, wo sich wieder was zusetzen kann, wo die Gerinnsel aktiviert werden und wo ein Gefäß plötzlich wieder verschlossen sein kann. Andere Risiken sind die, dass der Stent auch eine intensivierte Blutverdünnung herausfordert. Das heißt, dann geben wir als Ärzte den Rat, jetzt müssen Sie so und so viel Medikamente nehmen und noch zusätzlich Medikamente, die auch die Risiken beinhalten, dass es an anderer Stelle im Körper dadurch zu Blutungen kommen kann. Das heißt, das zurückhaltendere Vorgehen, es fällt mir nicht leicht, das als Operateur zu sagen, weil ich das ja gerne mache. Also es ist ja wie ein Hobby, da im Grunde im Katheterlabor die Patienten zu behandeln. Aber wir sind aufgefordert, das auch immer mit dem nötigen Sachverstand zu betreiben. Und nicht nur vor dem Hintergrund des technisch Machbaren. Das heißt, das lockt einen ja, das dann zu tun. Und wir stehen aber im Wort, ihnen sagen zu können, ist es denn überhaupt notwendig? Und manchmal sind Medikamente eben besser. Und das müssen wir eben anerkennen und dann auch entsprechend handeln. Und der Hintergrund für solch eine Messmethode ist zum Beispiel dann die, das ist ein Beispiel, Sie haben hier zum Beispiel ein Herzkranzgefäß, das hier eine höhergradige Engstelle aufweist. Das ist der Untersucher geneigt, die Engstelle sofort zu behandeln. Es ist aber nur eine Projektion eines runden Gefäßes, also eine zweidimensionale Projektion dieses runden Gebildes. Dieses runde Gebilde hat eventuell nur solch eine halbmondförmige Einengung. Das Schwarze hier ist das Problem. Wenn das Problem ist und Sie von der Seite tangential das so fotografieren, dass die Einengung so relevant erscheint, denken Sie, das ist eine hochgradige Engstelle. Von der Fläche her kommt das Blut hier sehr ungehindert hindurch und hat überhaupt kein Problem, hier durchzufließen. Und von der anderen Seite fotografiert, ist das Blut scheinbar ungehindert im Durchfluss. Und deswegen ist es so wichtig, sich sowas anzuschauen und dann zu entscheiden, ist das eine relevante Enge. Und dann macht es eben auch Sinn, das mit so einem Druckmessdraht zu vermessen. Wir kommen nun zu dem anderen Themenkomplex, was wir noch implantieren können in solch einem Herzkatheterlabor. Und das sind Implantate, die wir einsetzen, wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Herz rast, stolpert oder aussetzt. Oder halt, kann man auch so salopp sagen, es ist zu langsam oder zu schnell oder zu träge. Und was führt das? Das führt mitunter bei Ihnen zu dem Gefühl, dass Sie über Schwindel klagen, vielleicht gar sogar mal ohnmächtig geworden sind und alle in der Familie in großer Sorge sind, was das denn wohl war. Sie klagen eventuell auch über Luftnot oder haben sogar einen Kreislaufschock. Wir können Herzschrittmacher schon seit mehr als 50 Jahren in den Körper einsetzen.
Der erste Herzschrittmacher wurde hier 1930 entwickelt, war ein externes Gerät. Da hat man sich, als die Luftfahrt in die so boomte und die ersten Passagierflugzeuge dann über den Atlantik fliegen sollte, Gedanken gemacht, was denn passiert, wenn ein Pilot plötzlich einen Zusammenbruch hat. Und da hat es Geräte gegeben, die tatsächlich dafür vorgesehen waren, den Piloten am Leben zu halten durch elektrische Stimulation von außen. Kam nie zum Einsatz, aber es ist eine witzige Sache, weil es 32 halt veröffentlicht wurde in den Zeitungen. Es hat dann also doch Jahrzehnte gedauert, bis 1958 das erste Gerät in den Körper eingesetzt werden konnte. Das wurde noch per Induktion aufgeladen. Das bedeutet, es hatte eine Akkutechnologie schon in den 50er Jahren und wurde durch eine Spirale von außen aufgeladen. Hat sich nicht durchgesetzt, weil diese Akkus natürlich zu den damaligen Zeitpunkten kaum Laufzeiten hatten, die akzeptabel waren. Und so wurde dann die Batterietechnologie entwickelt. Sie sehen jetzt hier so schematisch das dargestellt, was ich Ihnen eben im Modell hier vorne schon mal gezeigt hatte, von dem Herzmodell, wo die Elektrode des Herzens, des Schrittmachers, über die Schlüsselbeinvene hier in die obere Hohlvene, die große körpernahe Vene, über den rechten Vorhof in die Hauptkammer eingesetzt wird. Und dort gibt es natürlich Weiterentwicklungen. Wir haben nicht nur Einkammerschrittmacher, sondern auch Zweikammerschrittmacher, die in der Vorkammer auch noch mit aktiv werden können, und Dreikammerschrittmacher zur Behandlung des trägen oder schwachen Herzens. Und wie so eine Herzkatheter, also Implantation im Herzkatheterlabor aussieht, das möchte ich Ihnen jetzt mal zeigen. Weiter. Wir präparieren praktisch in der Schlüsselbeingrube das Gewebe, schneiden die Haut auf, präparieren uns und das Unterhautfettgewebe. Wir punktieren dann die Schlüsselbeinvene, das heißt, wir stechen mit einer Nadel wie bei einer Blutentnahme die Schlüsselbeinvene hinein, dann wird ein Draht vorgeschoben und über diesen Draht können dann Schleusen platziert werden. Da liegen jetzt drei Drähte, das ist also ein Dreikammerschrittmacher, der da implantiert wird. Weiter. Dann werden über die Drähte werden Schleusen vorgeschoben. Die Schleuse ist zum Beispiel hier zu sehen, das ist dieses schmetterlingsförmige weiße Gebilde. Der Laserpointer ist jetzt auch ausgestiegen. Und darüber können wir dann die Elektroden vorschieben. Sie sehen jetzt hier drei Elektroden, die am Herzen platziert werden. Und die werden dann mit dem Schrittmacher konnektiert. Das war der Connector-Block, hatte ich vorhin ja auch zeigen können hier. Und dann wird solch ein Gerät in diese präparierte Loge eingefügt. Das ist entweder im Subkutangewebe oder auch unter den Muskel. Also wir legen die größeren Geräte alle auch unter den Pectoralis-Muskel, das ist der große Brustmuskel. Im Röntgenbild sieht das Gerät dann hier, sieht das Gerät praktisch in der Lunge links oben, dieses technische Gerät, das erkennen Sie, und Sie sehen die Kabel, die von dort dann weitergehen und sich im Herzschatten verlieren für Sie. Ich möchte Ihnen jetzt die Rationale, also die Begründung für so einen Dreikammerschrittmacher mal erläutern. Sie sehen jetzt hier ein Herz, das sich bildhaft vergrößert, das ist gerade so aufgeplustert, und jetzt sehen Sie, wie das Herz schlägt. Das ist das EKG, das ist nicht umsonst so verbreitert. Sie sehen diese merkwürdige Zacke, das ist nämlich verzögert, das ist ein Linksschenkelblock, das ist eine elektrische Leitungsstörung. Sie sehen, wie die rechts außen die Wand ist die linke Seite des Herzens und die schaukelt so verspätet herein. Das ist keine harmonische Bewegung, bei der das Herz so sich zusammenzieht, sondern das ist praktisch wie so eine Welle, als würde das Herz das Blut von einer Wand zur anderen werfen, anstatt es hinauszuwerfen in die Hauptschlagader. Und diese verzögerte Bewegung des Herzens führt dann zu dieser elektromechanischen Dyssynchronie. Das heißt, das Herz braucht den Strom, um zu funktionieren, aber die Elektrizität, die kriecht durch das Herz und damit wird die Muskulatur auch nicht zeitgerecht aktiviert, sondern in so einer merkwürdig langsamen Welle. Und das können wir halt mit dieser Technologie verbessern. Wir sehen jetzt hier exemplarisch mal die Bilder eines Patienten. Hoffen wir mal, dass das noch etwas besser läuft. Sie haben hier die linke Seite, sehen Sie da ein Herz vor der Implantation aller drei Elektroden. Dieses Herz ist stark vergrößert und schaukelt. Ich hoffe, Sie können die schaukelnde Bewegung rechts außen dieser Wand sehen, dass das so unrund läuft. Und Sie sehen, das sieht groß aus. Auf der rechten Seite, verzeihen Sie die Bildwackler, ich denke aber trotzdem, dass es erkennbar ist, was ich sagen werde, sehen Sie, dass das Herz sich deutlich verkleinert hat und dass dieses Zusammenziehen des Herzens, insbesondere in der Bildmitte, jetzt scheinbar synchron ist.
Ich hoffe, dass wie Kino jetzt hier für Sie aber auch doch nachvollziehbar bleibt. Und solch ein Mensch hat natürlich dann sehr viel weniger Beschwerden. Die Ansprechraten sind sehr, sehr günstig. Das heißt, wir haben bei ca. 4 von 5 Patienten, die so behandelt werden, deutlich verbesserte Wahrnehmung von Belastbarkeit, können viel besser die Treppen steigen, fühlen sich insgesamt wohler. Und wir haben auch nachgewiesen, dass das das Leben verlängern kann. Also wir retten in der Regel 1 bis 2 Menschenleben auf 10 behandelte Patienten binnen einem Jahr mit dieser Technik. Das ist schon eine sehr, sehr schöne Sache. Wir sehen auch Veränderungen. Sie sehen hier zum Beispiel diesen Linkschenkelblock im linken Bild. Insbesondere noch ein Versuch mal mit dem Laserpointer. Jetzt hier sehen Sie diese M-förmige Konfiguration im EKG. Das ist der Linkschenkelblock. Und nach der Resynchronisation, also mit den 3 Elektroden, ist es für Sie, glaube ich, auch nachvollziehbar, dass dieser breite, träge Komplex jetzt deutlich schmaler aussieht und diese splitterförmige Konfiguration des EKGs hier verschwunden ist. Das ist auch Ausdruck der schnelleren elektrischen Erregung des Herzens. Und wenn das richtig gut funktioniert, sehen wir auch Effekte, die sind von einem Herzschlag zum anderen nachweisbar. Wenn wir solch ein Gerät anschalten, haben wir aufgrund der guten Herzkraft, die sich entwickelt, auch einen guten Blutdruck. Wir schalten das Gerät aus, das Herz fängt an zu schaukeln und durch die Ineffektivität des schaukelnden Herzschlages sehen wir sofort einen Blutdruckeinbruch. Und Sie sehen, das war vorher fast 120 und im schaukelnden Herz nur bei 90. Dann schalten wir das Gerät wieder an und der Blutdruck ist ad hoc wieder höher. Das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, das Ihnen das, glaube ich, auch nahelegt, was da erreichbar ist. Es können natürlich auch sehr schlimme Dinge geschehen und insbesondere bei den Patienten, bei denen der Herzinfarkt nicht zeitgemäß behandelt wird, denken Sie an diese kernspintomografischen Bilder, wo die Vorderwand des Herzens so weiß geleuchtet hatte, wo diese Narbe so ausgedehnt war. Solche Narben im Herzen sind Ursachen für bösartige Rhythmusstörungen mitunter. Insbesondere dann, wenn die Herzleistung insgesamt stark reduziert ist. Große Herzinfarkte führen nicht selten dazu, dass sich die Herzleistung mehr als 50% reduziert zum Zustand zuvor. Und wir wissen dann, dass das ein Risiko darstellt, wenn sich sowas nicht erholt, dass Rhythmusstörungen das Leben kosten können. Und diese Rhythmusstörungen sind in der Regel dann bösartige Rhythmusstörungen in der Hauptkammer. Wir finden dann Kammertachykardien. Die sind noch etwas regelhafter, die können durchaus auch noch einen Puls aufrechterhalten, führen zu schwerem Schwindel oder schweren Bewusstseinsstörungen, aber nicht unbedingt zur Ohnmacht. Anders ist das beim Flattern oder Flimmern. Das führt letztlich zum Kreislaufzusammenbruch, weil hier das Herz praktisch völlig chaotisch, ohne geordnete Kontraktion, gar keinen Auswurf mehr erzielen kann. Das heißt, kommt dann zum Kreislaufstillstand. Kein messbarer Blutdruck ist dann die Folge. Die Geräte, die wir hier einsetzen, sind dann die Defibrillatoren. Vom Implantationsweg ist es genauso wie beim Schrittmacher, nur dass die Geräte etwas größer sind und in unserer Klinik immer unter den Muskel gelegt werden. Wir legen solche großen Geräte nicht in das subkutane Fettgewebe, weil der Muskel schon gebraucht wird, um die zu überdecken, damit für Sie auch der Komfort, wenn Sie das eigentlich ein Gerät in der Brust tragen, gut ist und es nicht so oberflächlich liegt, weil die oberflächlich liegenden Implantate, die machen mitunter Probleme, weil das dann scheuert und auch infektionsgefährdeter ist. Wir sehen auch hier, dass mit solch einem Defibrillator binnen 3 bis 4 Jahren doppelt so viel Menschen leben, als wenn man sie nur mit Medikamenten behandelt. Das ist ja immer so eine bösartige Zahl, die nennt sich dann Number Needed to Treat. Also wenn wir als Ärzte wissenschaftlich losgelöst von ihrem persönlichen Schicksal sowas diskutieren und Tausende von Patienten in Studien nachgewiesenermaßen untersucht sind, heißt es dann zum Schluss, wie viele Patienten muss man mit einer Technik versorgen, damit, um einen zu retten? Und das ist für die Defibrillatoren, sind es 3 oder 4. Das bedeutet, wenn man 3 oder 4 Menschen in den Standardindikationen für solche Defis, wenn man die behandelt, dann rettet man einem davon das Leben. Und eine richtig spannende Therapie ist natürlich jetzt auch die Implantation der Herzklappen, die wir auch in Schlüssellochtechnik über die Beine ermöglichen können. Wir haben noch eine Kooperation mit der Herzchirurgie. Das bedeutet, unsere Patienten werden in der Herzchirurgie aufgenommen und ich fahre dort als Operateur dann in diese herzchirurgischen Kliniken und stehe mit dem Herzchirurgen im Operationssaal am Tisch und bin derjenige, der solche Herzklappen implantieren darf in diesem Kooperationsmodell.
Und das ist eine sehr, sehr gute Sache, weil man natürlich die Kompetenz zusammenführt, zum einen von einem Katheterarzt und von einem Herzchirurgen. Die erste Klappe, die hier im Schwein, entschuldigen Sie bitte, aber die implantiert wurde, war 1989 hier. Und dabei wurde also eine Klappe in einem Stentgerüst über eine Kathetertechnik implantiert. Es ging dann weiter, wurde weiterentwickelt und der Herr Cribier ist der Pionier, unser kardiologischer Pionier in der Sache, der dann 2002 beim Menschen das erste Mal in Schlüssellochtechnik eine Herzklappe ersetzt hat. Wir haben die Möglichkeit, von der Leiste aus solche Klappen einzusetzen. Und zwar gehen wir dann praktisch über die Hauptschlagader, wie beim Herzkatheter, mit so einem, denken Sie an den Ballonkatheter, den Sie gesehen haben, genauso geschieht das hiermit auch. Nur sind die Katheter sehr viel dicker. Man braucht viel mehr Platz in den Gefäßen, um das zu steuern und kann dann die Herzklappe, Sie können das mal laufen lassen jetzt, dann zeige ich Ihnen mal das Video hier der Firma. Wir gehen also von der Leiste aus mit einem Draht in die Hauptschlagader. Dieser Draht dient als Schiene. Das ist etwas vereinfachtes Modell. Sehen Sie die Klappe, die da passiert wird, die nur so ganz wenig da zappelt. Erster Schritt ist, diese Klappe vorzudehnen, damit wir den Platz gewinnen für den Stent. Dieser Ballon wird jetzt aufgedehnt, ein großer Ballon, 2 bis 3 Zentimeter Durchmesser. Die Klappe wird gesprengt. Das ist der Moment, wo wir auch die Sorge haben, dass von dem Kalk von der Klappe sich ablöst und ins Gehirn gelangen könnte. Jetzt wird die Herzklappe vorgeschoben. Das ist ein komplizierter Mechanismus. Sie sehen, da wird etwas vorgeschoben. Die Herzklappe selbst ist dieses Ding dort. Und die wird geladen in der Hauptschlagader. Das hat rein technische Gründe, weil sonst das Gerät noch größer wäre. Hat man da so einen Trick, um das Kaliber für den Katheter primär für die Leiste zu reduzieren. Jetzt wird das rumgeschoben. Die Klappe wird in die Position gebracht. Jetzt wird das Herz in Kreislaufstillstand gebracht. Mit einer schnellen Stimulation werden Sie gleich sehen, das zappelt gleich so dolle. Dauert noch. Jetzt zappelt das Herz. Das ist durch eine Schrittmacherstimulation hervorgerufen, damit man keinen Blutfluss hat, weil sonst die Klappe hin und her fliegen würde. Und dann ist die Klappe in Position. Diese Klappe hat dann praktisch die alte verdrängt und es funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Wir behandeln zunehmend Patienten mit dieser Technik und wir freuen uns darüber, dass wir ein gutes Programm haben, das jetzt seit Mitte des Jahres läuft. Wir keinen einzigen Menschen verloren haben mit einem solchen Eingriff im Operationssaal und insbesondere ja, wir uns einfach sehr, sehr freuen darüber, dass das eine Option ist, sie zu behandeln, wenn es sonst gar keine Operabilität mehr geben würde. Und ich darf mich darüber freuen, dass Frau Weiß heute bei uns ist. Ja, sie zeigt dort auf. Und ich würde Ihnen doch mal gern nach vorne helfen. Frau Weiß, ja? Also Frau Weiß haben wir vor gefühlten 2 Monaten behandelt mit einer solchen Klappe. Und trotz Ihrer Schwierigkeiten zu laufen, bin ich Ihnen also außerordentlich dankbar, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Aber es ist auch genau das, was ich zeigen möchte. Weil nämlich Frau Weiß... Nee, ich komme mal hierher. Die Frau Weiß ist genau die Patientin, die von so einem Eingriff profitieren kann, weil sie eben schlecht mobil ist. Wenn Sie sich vorstellen, dass die arme Frau Weiß jetzt eine Herzklappe kriegen müsste von einem Herzchirurgen, wo man das Brustbein aufsägt mit Herz-Lungen-Maschine, wo man danach mit Gehhilfe darauf angewiesen ist, dass man einen festen Brustkorb hat. Und dieser feste Brustkorb ist ja notwendig, damit man sich belasten kann, damit man die Gehhilfen benutzen kann. Wie soll das funktionieren? Und wenn man dann hochbetagt ist wie Sie und zum Schluss sagt, ich habe noch Freude am Leben und ich möchte nicht nur Luftnot haben die letzten Tage, die ich hier bin, sondern bin bereit, was zu riskieren, dann kann sich das lohnen. Und ich hatte mit ihr gesprochen, sie sollte ganz ehrlich sein, ich weiß gar nicht so unbedingt, ich hoffe, Sie sagen, dass es sich gelohnt hat. Würden Sie sagen, dass das... Auf jeden Fall gelohnt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Voller Zweifel, aber da habe ich mich kurz entschlossen und ich bereue es nicht. Und Sie brauchen gar nicht aufgeregt zu sein in der Sache jetzt. Ja. Sie merken schon. Es ist nur wichtig, ich denke, es ist wichtig für Sie, wenn Sie das hören. Können Sie mal schildern, was Sie vorher empfunden haben? Also was fiel Ihnen
Moment, warte. Was war vorher das Problem? Also ich sage einfach mal ein Beispiel. Oder Sie dürfen sich mal setzen. Ja? Vorsicht. Ganz langsam. Was war vorher das Problem? Also so eine Standardfrage, wenn man einen Patienten das fragt, und wir als Ärzte quälen sie ja damit unter, weil sie da manchmal auch nicht so die Antworten geben, die wir gerne hören wollen, versuchen wir immer zu helfen und da fragen wir, wie viele Etagen können sie in Treppen steigen. Das ist immer so eine Sache, die man dann relativ gut sagen kann oder wie viele Stufen. Aber sie sind ja da auch nicht so behende, nicht wahr? Deswegen, was hat sich gebessert? Können Sie das bitte mal schildern? Was soll ich schildern? Was sich gebessert hat nach dem Eingriff? Also ich leide durch diese Atemnot. Und ich fühle mich besser und ich muss sagen, ich bereue es nicht, dass ich das gemacht habe. Ja, vielen Dank, Frau Weiß. Ich bedanke mich auch für Ihr Vertrauen in der Sache. Und es war schon ein bisschen kippelig, muss ich sagen, weil die arme Frau Weiß hatte schon Kummer. Sie war also danach 2-3 Wochen in der Klinik gewesen. Es gab Probleme mit der Nierenleistung. Und wir waren schon glücklich. Sie haben eigentlich den kompliziertesten Verlauf aller Patienten genommen in der Sache, muss ich sagen. Sie waren am längsten in der Klinik. Und deswegen freue ich mich, dass es Ihnen so gut gegangen ist. Also herzlichen Dank. Möchten Sie noch was sagen? Es war ein Wunder für Sie. Ich kann allen nur Mut machen, das zu tun. Also vielen Dank. Vielen Dank. Können wir mal weitermachen? Ja. Im Einzelfall sehen Sie jetzt hier mal die Bilder, wie das aussieht. Also das sind jetzt Bilder von Implantaten bei unserem Patienten. Da wird die Herzklappe, das Herz zittert jetzt ganz, ganz stark, Sie sehen das. Das heißt, wir induzieren den Kreislaufstillstand durch die Stimulation. Das Herz zappelt nur noch, kein Blutdruck. Das ist notwendig, damit das Herz nicht diesen Ballon und die Klappe rauswirft, während wir das einsetzen. Und dann wird die Herzklappe implantiert. Im rechten Bild sehen Sie dann die Injektion von Kontrastmittel in die Hauptschlagader. Und Sie sehen doch diese komische schwarze Struktur dort. Das ist in der Speiseröhre eine Schluckechosonde. Das bedeutet, wir haben auch einen Ultraschall. Über die Speiseröhre schauen wir das Herz an und können sehen, ob die Klappe dann gut funktioniert, ob alles so funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Das ist unser Instrumentarium. Sie sehen da so eine Klappe. Das ist Rinderperikard, also Herzbeutel vom Rind. Der ist besonders widerstandsfähig, der wird in besonderer Weise bearbeitet und dann wird eine Herzklappe modelliert daraus. Die Öffnungsfläche einer solchen Herzklappe ist 3-mal so groß wie die der Klappen, die wir behandeln. Also wir beseitigen damit eine Engstelle von 0,5, 0,6, 0,7 Quadratzentimeter. Danach ist die Öffnung auf mehr als 2 Quadratzentimeter vergrößert. Weiter. Das ist die Rationale, warum wir das tun. Also ich muss mal diese Bilder zeigen. Wenn man eine Klappe einsetzt bei Patienten, die nicht operabel sind. Nicht operabel sind die, weil der Herzchirurg sagt, er macht das nicht. Und weil sich die Ärzte einig sind, dass das OP-Risiko unverantwortbar hoch ist mit Standardtechniken. Es gibt natürlich auch immer abweichende Meinungen. Das heißt, es ist im Rahmen der Studie, waren ja ganz viele beteiligt. Sicherlich wird es vielleicht irgendwo einmal geben, der dann vielleicht doch operiert hätte. Aber das ist erstmal die Grundlage. Das bedeutet, man hatte die Option, entweder man macht diese Schlüssellochklappe oder man versucht es mit Medikamenten. Dann sehen Sie, dass 4 von 5 behandelten Menschen, jetzt wie die Frau Weiß, 4 von 5 leben noch nach 3 Jahren, während fast die Hälfte aller anderen medikamentös behandelten Patienten gestorben sind, leider, an den Folgen der Erkrankung. Das muss man feststellen dürfen. Weiter. Etwas anders sieht es aus, und so war die Studie initial, also von der Intention her geplant, wenn man die Gesamtheit aller Patienten betrachtet und schaut, jetzt sieht man Patienten, die sind prinzipiell operabel. Das heißt, der Herzchirurg und der Schlüssellocharzt konkurrieren um die Patienten.
Aber es sind insgesamt sehr, sehr kranke Menschen. Es sind kranke Menschen, für die das eine wie das andere eine Option scheint. Aber der Herzchirurg sagt, das kann man verantworten, das kann ich noch operieren mit Standardtechniken. Dann sind beide Methoden gleich auf. Und das ist das, was ich sagen will. Das heißt, wir haben mit der Methode offensichtlich kein überbordendes Risiko. Wir dürfen es nur dann nicht tun, wenn das Risiko für einen konventionellen operativen Eingriff gering ist. Das ist nicht ethisch vertretbar. Das heißt, wir können nicht auf Wunsch hin jemanden, der vielleicht 55 Jahre alt ist, mit ohne Risiken, mit sonst perfekten Organen, eine normale Klappenersatzoperation verweigern und sagen, lassen Sie sich bitte eine Schlüssellochklappe machen. Und wir können auch nicht auf den Wunsch des Patienten hin solch eine Schlüssellochklappe dann gut rechtfertigen. Das machen wir nicht. Also das heißt, es muss schon ein definitiv erhöhtes OP-Risiko da sein und ein Konsens, das heißt eine Übereinstimmung im Team. Deswegen werden alle Patienten, für die wir eine solche Klappe für sinnvoll erachten, dem Herzchirurgen vorgestellt und es wird im Team besprochen, ob das die richtige Lösung ist. Was ich jetzt noch zeigen möchte, ist, dass im Rahmen der Studie, die Sie eben gesehen haben, wir ja gleich auf waren mit der Schlüssellochklappe. Danach sind Registerdaten weiter verfolgt worden. Das bedeutet, wir haben diese Studienkriterien weiter angewandt und wir sehen, dass bei weiteren 1000 behandelten Patienten außerhalb der Studie die Sterblichkeit weiter reduziert werden konnte. Das will heißen, dass mit zunehmender Verbesserung der Technik, es ist auch eine modernere Klappe mittlerweile am Markt und zunehmender Erfahrung derjenigen, die das tun, sich die Sterblichkeit reduziert. Und das ist natürlich ein kurzfristiger Effekt, der für die Schlüssellochklappe gilt. Bei allem Respekt, ich kann ja nicht vom Chirurgen, der es seit eh und je und Tag macht, nicht erwarten, dass er im letzten Jahr plötzlich seine Mortalität so drastisch senken kann. Das, was ich damit sagen will, ist, dass ich glaube, dass die Schlüssellochklappe eine große Perspektive hat. Und das denken auch alle, die am herzchirurgischen Sektor arbeiten. Weiter? Das können wir überspringen. Ich möchte jetzt zum letzten Thema kommen, was ich Ihnen zeigen möchte. Das war eben auch meine Frage zur Antikoagulation. Da fiel ja das Xarelto oder das Pradaxa. Und es gibt ja Menschen, die diese Medikamente leider generell gar nicht einnehmen können oder die in einem hohen Schlaganfallsrisiko stehen, trotz Blutverdünnung. Und wir wissen, dass über 90% der Gerinnsel sich in diesem Vorhoföhrchen befinden. Versucht das nochmal mit dem Laser. Hier ist das Vorhofohr. Sie sehen, da ist ein kleines Gerinnsel drin. Und bei 90% entstehen die Gerinnsel in diesem Vorhofohr. Deswegen nimmt der Herzchirurg das mitunter auch weg. Wenn der eine Herzklappe operiert, dann schneidet er das Vorhofohr weg, weil er dann weiß, dass er ihnen was Gutes getan hat, weil dort dann keine Gerinnsel mehr entstehen können, wenn es nicht da ist. Wir können aber dieses Vorhofohr, und so sieht das normalerweise aus, bei normalem Rhythmus, ganz schwarz, also Blut erfüllt, keine Gerinnsel, so mit Gerinnsel. Diese Gerinnsel können ins Gehirn gelangen, Schlaganfall hervorrufen. Deswegen Pradaxa, Xarelto oder auch Eliquis, das neue Phalitrom, Marcomar, dass das verhindern soll. Weiter. Eine neue Technik, das ist auch wieder ein Firmenvideo, das Ihnen das zeigen soll, das ist aber sehr schön animiert, was wir tun können, um das Vorhofohr aus dem Verkehr zu ziehen mit katheterinterventionellen Techniken. Das bedeutet, wir können einen Pfropfen einsetzen in das Vorhofohr und damit die Ursache der Gerinnselentstehung vor Ort ausschalten, weil das Gerinnsel kann dann nicht mehr in den Blutkreislauf übergehen. Ich hoffe, das geht jetzt hier mal weiter. Nee, Sie haben zu weit geklickt, das ist die letzte Folie. Bitte zurück, nochmal zurück. Warten, bis das läuft, bitte. Nichts machen, glaube ich, oder mal die Wiedergabetaste drücken. Da, jetzt nichts mehr machen, bitte. Das dauert einen Moment. Also dieses Video zeigt Ihnen jetzt, wie das rein technisch vor sich geht. Der Pionier der Methode ist der Professor Sick in Regensburg. Bei dem war ich jetzt gestern zur Hospitation. Das heißt, der hat viele hundert von diesen Pfropfen eingesetzt und hat maßgeblich auch an den wissenschaftlichen Publikationen gearbeitet. Sie gehen praktisch durch das Herz zur Vorhofscheidewand. In der Vorhofscheidewand gibt es einen kleinen Defekt oder eine kleine Struktur, durch die wir mit einem Messer hindurchstechen können und wechseln damit auf die linke Seite des Herzens. Sie sehen hier das Vorhofohr. Das ist jetzt die Technik, über wie wir zu diesem Vorhofohr gelangen. Wir platzieren praktisch einen Draht im linken Vorhof, platzieren dann eine Schleuse
in der linken Vorkammer und über diese Schleuse wird dann ein Pigtail-Katheter, ein atraumatischer Katheter, die Rundung vermeidet Verletzungen des Herzens, letztlich hier im Vorhofohr platziert. Das brauchen wir rein kathetertechnisch zur Markierung dieses Vorhofohres. Dann wird Kontrastmittel injiziert, dann wird der Katheter vorgeschoben und hier platziert. Und das ist falsche Reihenfolge, also das Kontrastmittel insbesondere mit dem Pigtail-Katheter. Dann wird das hier vermessen, wie groß das sein muss, dann gibt es verschiedene Größen und wir applizieren dann einen selbst entfaltenden Pfropfen in dem Vorhofohr. Das geschieht durch Rückzug dieser Schleuse. Der Pfropfen wird dann praktisch entfaltet. Das werden Sie gleich sehen. Der stellt sich dann auf und verschließt das Vorhoföhrchen. Der hat eine Membran, die dann von Gefäßinnenhaut, Herzinnenhaut binnen 6 Wochen überzogen wird. Wir müssen also nach solch einem Eingriff das Blut nur noch für 6 Wochen verdünnen und können danach die Blutverdünnung absetzen. Die Methode war nicht unumstritten in der ersten Implantation vor 4 Jahren. Es gibt jetzt aber 4 Jahresdaten, die haben sehr, sehr ermutigende Ergebnisse gezeigt. Wir haben eine Mortalitätsreduktion von 30-40%. Das heißt, gegenüber der Blutverdünnung mit Pradaxa, Xarelto, Phalitrom und gegenüber Phalitrom, Entschuldigung, ich darf nicht zu weit gehen, gegenüber Phalitrom, dem Standard, reduzieren wir die Mortalität um 30%. Wir reduzieren Blutungskomplikationen, die ja durch das Phalitrom und so weiter verursacht werden, für die Patienten, die so behandelt werden, um mehr als die Hälfte nach 4 Jahren. Und die Ergebnisse sind belastbar, das heißt statistisch signifikant. Und das hat uns natürlich alle in der Kardiologie sehr gefreut. Und wir haben jetzt gerade die Europäische Kardiologentagung in Amsterdam gehabt. Und viele verfolgen jetzt natürlich diese Techniken mit großem Augenmerk. Gut, das dürfen wir überspringen. Und ich möchte damit jetzt schließen. Hier gibt es noch einiges. Also ich habe mir mal erlaubt, gerade vor dem Hintergrund, was der Geschäftsführer sagte, es muss alles medialer sein, habe ich gedacht, na gut, dann schreibst du auch mal Wikipedia hin. So schlecht ist das gar nicht. Wenn Sie im Internet sind, dann können Sie da Begriffe suchen. Oder die Deutsche Herzstiftung bietet hervorragendes Material für Sie als Laie, Erkrankungen besser zu verstehen. Und wer es sehr, sehr genau will, der kann hier halt auch auf diese AWMF-Leitlinien im Internet zurückgreifen und sich dort belesen. Das geht aber eigentlich nur dann, wenn man medizinisch schon relativ gute Grundkenntnisse hat. Ansonsten bleibt der Hinweis für Wikipedia und die Deutsche Herzstiftung bestehen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Dankeschön, Herr Dr. Winterhalter. Ich war wieder an der Mosel für Sie. Ich bedanke mich wieder für den tollen Vortrag. Wir machen ja gleich noch eine kleine Podiumsdiskussion, aber erst kommt noch ein anderer Vortrag, das ist auch ganz wichtig. Ich wollte nur sagen, wenn Sie noch viele Vorträge machen, können Sie bald selbst einen Getränkehandel aufmachen. Gell? Mhm. Vielen Dank dafür. So. Der Herr Dr. Winterhalter nimmt jetzt Platz hier und es geht dann weiter mit dem Thema Verhindern des plötzlichen Herztodes.